Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Capimo Box von Capo und Nimo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Capimo von Nimo und Capo. Das Ganze erscheint morgen am 22.03. Ich kann euch die Box heute schon vorstellen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-weiße Box, recht unübliches Format. Und hier auf der Oberseite haben wir einen roten Schriftzug. Hier lesen wir den Albumtitel in so geschwungener Schrift. Erinnert mich vom Design her, von der Farbwahl, sehr, sehr stark an Scarface. Also nur mal ganz kurz zum Vergleich. Hier eine Steelbook-Variante von Scarface. Ich glaube, die Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Aber eine gelungene Farbkombination auf jeden Fall. Schwarz, Rot und Weiß, echt meine absolute Lieblingsfarbkombination. Auf der rechten Seite ist das Ganze dann weiß. Auf der linken Seite, wie zu erwarten, schwarz. Unten ist das Ganze hier so halb gesplittet. Oben ebenfalls. Und es klappert schon. Auf der Rückseite haben wir das hier. Also auch wieder dieser Split weiß-schwarz. Dann der Albumtitel. Und dann lesen wir hier, exklusiver Hoodie, Größe L, Capimo CD, signierte Autogrammkarte, dann haben wir einen Barcode und die Credits. Sehr schön. Das Ganze ist dann hier oben mit einem kleinen Sticker noch versiegelt, genauso wie unten, dass das Ganze irgendwie auch hält, hat man hier auch nochmal zugemacht. Wir werden das Ganze mal hier oben öffnen. Und dann schauen wir mal. So. Gut, wir haben hier einmal den Hoodie, dann das Album an sich und eine Autogrammkarte. Von innen die Box glatt weiß, somit leer. Mach das Ganze mal wieder zu und schauen uns das Ganze mal im Detail an. Wir haben hier Album und Hoodie, beide noch eingeschweißt. So, einmal dann das Album. So. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier links Nimo, rechts Capo abgebildet. Nimo hier in schwarz, Capo in weiß. Und im Hintergrund sehen wir hier knapp bekleidete Damen. Also ich glaube, bis auf einen String haben die hier nicht viel an, außer hohe Schuhe. Ist auf jeden Fall von der Optik her ein gelungener Kontrast hier, schwarz-weiß. Mit den Damen im Hintergrund, die diesen Kontrast noch verstärken. Rechts unten an den Albumtitel hier klein aufgedruckt. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier ist das schwarz. Dann haben wir hier auch wieder den Albumtitel. Und auf der Rückseite kommen wir zu den Tracks. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Keinerlei Features. Und hier unten dann Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So, und wir sehen auch schon bei der ersten Seite des Booklets, dass dieses Schwarz-Weiß-Rot-Design, dieses Artwork hier wirklich durch und durch geht. Hier in diesem Fall Capo abgebildet. Dann lesen wir hier die ersten Tracks, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Dann geht es weiter, in diesem Fall hier dann Nimo zu sehen. Diese Frauen hier auch immer im Hintergrund dabei. Weitere Tracks. Und ihr seht schon, das Booklet ist in so einer Hochglanzoptik, also es spiegelt hier ganz stark. Dann auf der Doppelseite beide zu sehen, natürlich auch wieder hier mit diesen Frauen. Dann wieder nur Nimo mit drei weiteren Tracks. Capo mit zwei Tracks.
und zum Abschluss dann auch nochmal zwei Tracks und beiden auf einmal. Zum Abschluss gibt es dann noch die Frauen ohne die beiden Künstler und hier dann noch die Credits zum Album. Also wer hat das gemischt, gemastert, Social Media der beiden, Artwork etc. So sieht die Rückseite aus. Aslax und 385i, also Capo ja bei Aslax, Nemo bei 385 Ideal. Kann man eventuell auch als Wendecover verwenden, je nachdem wie man möchte. Ich werde es beim regulären Cover belassen. Dann haben wir die Album-CD. Sieht dann so aus. Auch hier natürlich wieder in Schwarz-Weiß und Rot gehalten. Jawohl, das gefällt mir richtig gut, dass die CD hier in Schwarz eingefärbt ist. Schöne Detailarbeit. Und hier auf der Rückseite dann auch wieder der Capimo-Schriftzug. Dann packen wir die CD mal wieder rein. Und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Autogrammkarte mit dabei. Hier lesen wir einmal 385i davor mit einem, ist die Frage, was das ist, ein Y oder vielleicht auch ein N. Je nachdem. Und auf der rechten Seite haben wir dann Capo und AZZ. Früher ja Capo als Capo Aslak in Erscheinung getreten, hat dann relativ bald das AZZ, also das Aslak, abgelegt. Seitdem nur noch Capo, aber für die Autogrammkarte hat er sich scheinbar wieder für das AZZ entschieden. Rückseite ist blank, in weiß, Autogrammkarte im Querformat. Und als letzten Boxinhalt, als dritten Boxinhalt, haben wir dann einen Hoodie. So. Er ist relativ schwer, also dürfte recht dick sein, was den Stoff betrifft. Und wie sollte es anders sein? Wie auch das Artwork des Albums ist der Hoodie gehalten in schwarz 50% und weiß 50%. In der Mitte, hier im Brustbereich, haben wir dann wieder diesen Schriftzug Capimo. Wir haben auch zwei Bänder hier mit dran, also zwei Schnüre hier, um das Ganze dann entsprechend festzuziehen, um die Kapuze enger zu machen. Auch hier wieder in schwarz und weiß. Das Ganze dann mit, was ist das, dürfte so Kunststoff, Silikon sein, hier zum Abschluss und dann auch noch mit einem Metallstück hier zugemacht. Wir haben hier auch noch einen Anhänger mit dabei. Also ein Schild ist hier mit reingemacht. Capimo. Achso, ich dachte, das könnte man aufklappen, aber nein. Ist relativ dicker Karton, Rückseite blank weiß. Dann werden wir dieses Schild mal hier rausschneiden. So, somit können wir diesen Hoodie nicht mehr zurücktauschen. Jawohl. Und dann schauen wir mal hinein. Also auch hier in der Kapuze. Ja, hier haben wir dann noch einen Hinweis. Was lesen wir hier? Capimo Größe L. Ansonsten nichts weiter. Die Kapuze ist außen gesplittet, also auch wieder in schwarz und weiß. Innen allerdings nur schwarz. Okay. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ebenfalls in schwarz und weiß. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob wir... Ah ja, bevor ich es vergesse. Hier haben wir dann noch einen Reißverschluss, der recht unscheinbar war, den hätte ich jetzt fast übersehen. Hier so ein Reißverschluss, das heißt, wir haben hier so eine kleine Bauchtasche auf der rechten Seite und auf der linken Seite natürlich ebenfalls. Also hier kann man dann die Hände reingeben, falls es so kalt wird oder irgendwelche Kleinigkeiten reinpacken. Dann haben wir hier kurz vor dem Bund am Bauch auch nochmal einen Zettel. Hier steht dann auch nochmals Capimo auf beiden Seiten. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch noch einen Zettel vorfinden, der uns irgendwie Aufschluss darüber gibt, was wir hier für Material haben, beziehungsweise wo das Ganze produziert wurde. Aber ich befürchte... Ah, doch, 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 ganz weit drinnen. Hier haben wir es. Was lesen wir hier? Hier lesen wir einmal Capimo 100% Baumwolle. Und das Ganze ist, wo haben wir es?
Okay, da steht jetzt gar nicht, wo das Ganze hergestellt ist. Es stehen hier echt nur die Wasch-, die Pflegehinweise. Das ist interessant. Also, leider kein Hinweis darüber, wo das Ganze produziert wurde. Ja, das kann ich euch leider nicht verraten. Das bleibt ein Geheimnis. Zum Hoodie selbst, er fühlt sich recht dick an. Ist jetzt nicht wirklich gefüttert oder so, aber er wirkt auf jeden Fall ganz gut. Riecht jetzt auch nicht so extrem, also dürfte echt ganz gut von der Qualität sein. Kann man sich auf jeden Fall anziehen. Hier stehen ein paar Fäden weg, aber ja, denke, das kann man verzeihen. Was halt schon auffällt, ist, dass die Box wirklich sehr, sehr wenig Inhalt hat, also drei Sachen. Allerdings ist das halt auch immer die Sache. Möchte man lieber mehr drin haben oder dafür weniger und dafür irgendwie Premium-Artikel? Und dieser Hoodie ist auf jeden Fall etwas Hochwertiges, etwas, was sicher mehr kostet in der Herstellung. Von daher, ja, geht das, glaube ich, schon irgendwie in Ordnung. Natürlich hätte ich mich noch irgendwie gefreut über Poster, Sticker, so Kleinigkeiten, die hätte man auf jeden Fall noch beilegen können. Ja. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in Größe L, dann die Autogrammkarte im Querformat und natürlich das Album an sich mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Capimo von Capo und Nimo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capo und Nimo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.